Nein, das ist immun gegen magische Geschosse. Was war mit dir? Ja, Gedankenschild. Solche Sachen müssten eigentlich gegen Illithiden gut, ne, gut schützen. Wenn nicht, haben wir immer noch chaotische Befehle, die wir nutzen können. So, Waukens Promenade, Zeug verkaufen und dann rasten. Keine große Herausforderung. Ja, und die Verkauf irgendwie immer alles bei Riebald. Nebenbei. So. Und ja, ich denke mal, Yoshimo kann auch noch ein paar Feuerpfeile verballern. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten? Ich entsinne mich. Sodeshne? Okay, wenn wir Pfeile eingelegt haben, dann schießt er wirklich diese Pfeile. Was immer ihr wünscht. Versucht ja keine Tricks, ich beobachte euch wie immer. Tauschmann, stets zu Diensten. Gucken wir mal kurz, ob wir einen Streitkolben für Eri finden. Rinnstab ist leider ein Kampfstab, der beidhändig ist. Oder ob wir einen Streitkolben vielleicht hier haben, den wir zurückkaufen könnten. Wir haben so viel an den verkauft. Winterwolfspelze. Reflektierender Schild, Schild, Schild. Ankheck-Plattenpanzer. Der Lindwurmschwanz ist ein Flegel. Das ist ein Morgenstern, kein Streit. Da wäre ein Streitkolben plus 2. Nö. Du hast nichts zu verkaufen. Du hast eigentlich auch nichts zu verkaufen, oder? Nachrichten und das war's eigentlich. So, hier fängt das Zeug zu verkaufen an. Trank der Stärke, der kann auch weg. Die Flammenzunge. Die Beißerkeule, der Gewitterstecken. Becknersrobe. Ach ja, die haben wir bei Eri gehabt und jetzt ausgetauscht. Ein paar Zweihänder, ein Einhornspeer. Und das kann verkauft werden. Du hast nichts. Du hast jede Menge Edelsteine. So, und da sind wir wieder bei 125.000. So, haben wir mal ein paar Regenerationstränke über Durst, dass die auch mal weg sind. Ich könnte auch mal ein paar Regenerationstränke, aber die könnte ich mal beim Rasten oder so trinken. Fragt natürlich. Tempel des Inmata, Zaubererlager, Phenicias Haus, Amtoradelei, Zerns früheres Zuhause. Also ja, wenn wir Zern dabei hätten, würde das was bringen. Rüstungsladen der Bogner.
Botaris, der hat auch nichts Gescheites. Waffenschmied. Was hat er eigentlich... Achso, das war der Herzsucherbogen. Keldon hatte noch den Drachentöter. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, dein Rasten. Dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So, wir sind gerastet. Nun gut. So, jetzt wäre eigentlich Abend. Wie gesagt, den Elifiden-Dungeon, den machen wir wahrscheinlich, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Aber vorher haben wir ja noch einmal den Friedhof. Wobei wir da vorsichtig sein müssen und nicht mit der anderen Gilde erstmal in Kontakt treten sollten. Das war einer der Gründe, warum ich den Friedhof jetzt bis zum Schluss gemieden habe. Außerdem ist der Friedhof nicht aufgedeckt. Was möchtet ihr? Ihr seid gekommen. Ich hatte schon befürchtet, Valen bestrafen zu müssen, weil sie die Nachricht nicht überbracht hat. Ich bin Bodhi und heiße euch herzlich willkommen. Ja. Wir begegnen ihr gleich schon. Herzlich mögt ihr sein, doch ihr befindet euch an einem sehr kalten Ort. War das nötig? Ja, ja, aber warum sollte ich so weit rauskommen? Hier ist es nicht sicher. Eure Begrüßungsfrosten sind mir egal. Sagt mir einfach nur, warum ich hier bin. Ja, ich nehme eure Begrüßung an. Nehmen wir mal das Erste. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir uns hier treffen müssen. Dafür gibt es mehrere Gründe und ihr braucht euch nur wegen ein paar davon Gedanken zu machen. Als Erstes sollte ich mich euch aber vorstellen. Ich bin Bodhi. Ja, das wissen wir, dass du Bodhi bist. Nehmt euch in Acht, Talisa. Ich spüre, dass in dieser Kreatur viel Unnatürliches und Böses steckt. Sprecht nicht mit ihr, das würde zu nichts Gutem führen. Ich habe euch hierher gebeten, weil es unwahrscheinlich ist, dass wir hier belauscht werden. Daran erkennt ihr die Vorteile, mit mir zusammenzuarbeiten. Folgt mir und tretet genau in meine Fußstapfen. Ihr würdet es bedauern, wenn ihr diesem Rat nicht folgt. Dies ist der Eingang zu dem Unterschlupf, den ich euch zur Verfügung stelle. Oh, es tut mir leid, ich bin mir selbst vorausgeeilt. Ich sollte erklären, was ich vorhabe. Nichts Gutes, habe ich den Anschein. Lasst euch doch gelegentlich engagieren, erledigt Botengänge und so etwas. Zweifellos fragt ihr euch manchmal nach den Motiven eurer Auftraggeber. Wenn nicht, dann solltet ihr das nachholen. Ihr arbeitet für die Schattendiebe unter der Bedingung, dass sie euch helfen, eure vermisste Gefährtin Imoen zu finden. Ja, sie sind Schattendiebe. Und ja, sie sind so verrucht, wie ihr sicherlich schon gehört habt. Mhm. Ich biete euch eine Alternative an. Ich würde für 15.000 Goldmünzen helfen, eure Freunde zu finden. Das ist eine ganze Menge weniger, als die Schattendiebe verlangt haben. Und es ist zufälligerweise genauso viel, wie ihr gerade bei euch habt. Wir haben viel mehr. Nein, kümmert euch nicht um diese Kreatur, Talisa. Wenn ihr es trotzdem tut, dann habe ich damit nichts zu tun. Das ist alles, was ich zu dieser Sache sagen werde. Woher weiß sie von unserer Verbindung zu den Schattendieben und was würden die Schattendiebe von diesem Treffen halten? Sei vorsichtig, Talisa. Unser Leben könnte auf dem Spiel stehen. Ein solches Angebot aus dem Munde dieser Frau schickt mir Schauer über das Rückgrat hinab und wieder herauf. Aber Talisa weiß, was zu tun ist. Selbst Bo ist in dieser Sache zuversichtlich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Talisa. Ich habe ganz plötzlich Angst. Vielleicht sollten wir einfach gehen. Vielleicht ist das gleich mal eine schlechte Idee. Es scheint so, als würden wir viel Geld sparen und trotzdem das gleiche Ziel erreichen. Wovon man sich so die Schattendiebe sicherlich zum Feind macht. Genug, es ist offensichtlich, dass ihr Fragen habt. Stellt sie und befriedigt eure Neugier, wenn nicht gar euer Gewissen damit beruhigt. Woher wisst ihr, dass ich mit den Schattendieben zu tun habe oder dass es überhaupt Schattendiebe sind?
Ich weiß eine ganze Menge über euch und über diesen Ort, Talisa. Ihr seid recht neu im Geschäft und habt noch viel zu lernen. Gewiss wart ihr denen gegenüber, die euch helfen, ein wenig misstrauisch. Ihr werdet nicht in der Lage sein, mein Angebot auszuschlagen, wenn ich ein paar Zeichen eurer Loyalität fordere. In dieser Stadt besteht ein Monopol und ich habe vor, es zu brechen. Ich bitte euch darum, die Reserven der Schattenliebe zu schwächen. Ich bin nicht so eingebildet zu glauben, dass sie leicht zu vernichten sind. Aber viele ihrer Mitglieder werden sich mir anschließen. Ich verheimliche euch nicht, was von euch erwartet wird. Ich will, dass ihr tötet und ich will, dass ihr Schrecken verbreitet. 15.000 sind eine ganze Menge, aber ihr werdet einen guten Ausgleich dafür von mir bekommen. Zum Schluss werdet ihr im Moment und noch ein paar magische Schmuckstücke haben. Macht in Ruhe eine Pause. Ich werde euch helfen, Imoen zu finden. Ich werde euch helfen, Irenikus zu finden. Aber nicht nur, weil ihr das wollt. Ich habe selbst Interesse an Irenikus. Unterstützt mich und ihr werdet mit mir die Vernichtung der größten Verbrecherorganisation südlich von Tiefwasser feiern. Obwohl die großen bösen Diebe in letzter Zeit ziemlich schwach gewesen sind. Und ihr werdet mir für 15.000 helfen, Imoen zu finden. Ich frage mich, ob ihr mich immer noch, warum ihr das tun solltet. Ihr stellt euch selbst nicht als ein kalkulierbares Risiko dar, ich glaube euch nicht. Ich bin mir sicher, die Schattendiebe würden mehr anbieten, wenn ich ihre Konkurrenz beseitigen würde. Was, wenn ich beide Seiten nicht traue? Sie mögen vielleicht Diebe sein, aber ihr seid sehr, sehr unheimlich. Ich sage ja, es hat mir sowieso nie gefallen, diesen Narren zu dienen. Ich werde ihre Vernichtung genießen. Ihr wollt, dass ich Irenikus finde? Worüber redet ihr eigentlich? Seid ihr mit ihm im Bunde? Ihr müsst dies als eine zusätzliche Bedingung ertragen. Ich biete euch viel und erwarte auch viel im Gegenzug. Imoen und Irenikus werden unser gemeinsames Ziel sein. Die Einzelheiten behalte ich für mich. Wenn ihr wollt, müsst ihr euch mir anschließen. Wie ich schon sagte, werden eure Aufgaben moralisch fragwürdig sein und ihr werdet vielleicht mehr Feinden von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, als ihr euch wünschen würdet. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu entscheiden. Ich kann nicht ewig warten und ich habe keine Lust mehr zu reden. Entscheidet euch, wem ihr die Treue halten wollt. Dem Meister, den ihr dient, oder der Herrin, die euch vernichten lässt. Ich ergreife eure Partei, Herrin, und mögen die Götter erbarmen mit unserem Feinden. Ich traue euch nicht, aber ich werde euer Angebot annehmen. Es ist gut, es ist zu gut, um es abzulehnen. Ich traue weder euch noch den anderen, aber sie sind der Teufel, den ich kenne. Ich muss ablehnen. Ihr seid eine betrügerische Kreatur, die mit meinem Feinden im Bunde ist. Ich lehne euer Angebot ab. Dass ich jetzt schon hier vor die Wahl gestellt werde. Ich habe das ganz vergessen, dass das gleich passiert, sobald ich den Friedhof betrete, Irks. Ja, da wir ja neutral gut sind und Bodhi definitiv das Böse in Person ist hier in Adkatla. Sie führt ja immerhin gegen die Schattendiebe Krieg. Die Schattendiebe sind zwar auch das Böse, aber sie sind halt mehr das organisierte Böse. Außerdem wissen wir ja, dass Bodhi mit Vampiren im Bunde steht. Also nehmen wir das hier, dass ich keinen von euch beiden traue, aber die Schattendiebe die Teufel sind, die ich kenne. Das ist ungünstig. Na gut, ihr dürft gehen. Ihr habt euch heute einen Feind gemacht. Ich werde es zu meinen eigenen Bedingungen übertreten, wenn die Zeit gekommen ist. Es ist unausweichlich. Ja, und wenn dieser Tag kommt, Dämon, dann werden wir da sein und auf euch warten. So, hier ist der Eingang zu den unteren Grüften. Und wir haben, glaube ich, das Tagebuch aktualisiert, oder? Ja, Bodhis Angebot abgelehnt. Bodhi bot mir an, mich ihrer Gilde anzuschließen, die gegen die Schattendiebe Krieg führt. Sie sagte mir, dass meine momentanen Auftraggeber die Schattendiebe sind und dass man ihnen nicht trauen kann. Sie bot mir außerdem Hilfe bei der Suche nach Immun, und zwar zu einem wesentlich niedrigen Preis als bei den Dieben. Sie merkte außerdem an, dass meine Aufgabe unter ihrem Kommando sehr blutig sein würden. Ich glaube nicht, dass ich ihr trauen kann und ich wollte auch nicht alles wegwerfen, was ich schon erreicht habe, also lehnte ich ab. Nun ist sie meine Feindin, sie hat mich in Frieden ziehen lassen, erwähnte aber ganz sachlich, dass wir uns unter weniger freundlichen Umständen wiedersehen werden. Ja, so ist zum Beispiel das Treffen mit, mit Bodhi abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Quest hieß.
Aber ja, wir können uns auf dem Friedhof ruhig umsehen. Wir könnten sogar noch mit Viziona reden, aber die soll da ruhig bleiben. Ihr seht ein offenes Grab in eurer Nähe. Ein eisiger Schauer läuft euch über den Rücken hinunter, als ihr ein Geräusch aus dem Grab hört. Ihr schüttelt den Kopf und geht weiter. Das Geräusch ist jetzt deutlicher. Ihr bildet es euch nicht ein. Aus dem Grab dringen eindeutig erstickende Hilferufe. Gut, und mit diesem Cliffhanger verabschiede ich mich erstmal, indem ich das Spiel speichere. Als LP030 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.